Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Soul Silver, die random Nuzlocke-Variante. Heute funktioniert meine Mütze irgendwie nicht so richtig. Ich weiß auch nicht wieso, sieht aus, als wäre sie gezeichnet auf meinem Kopf, aber egal. Ich habe mich für ein Pokémon entschieden, denn ich habe mir die Top 4 mal genauer angesehen und tatsächlich fehlt uns jemand für Bruno. Wir haben eigentlich ganz gute Chancen mit den Pokémon, die wir haben, mit den Attacken, die wir haben, haben wir ganz gute Chancen. Allerdings gegen Bruno hätten wir vollkommen versagt. Deswegen habe ich mich entschieden für, Psyana. Denn Psyana ist ein Psychotyp und den brauchen wir gegen Bruno. Hätten wir irgendein Pokémon gegen Bruno gehabt, scheißegal welchen, hätte ich Nachtara genommen, weil Nachtara gegen so viele Top 4 richtig gut ist. Aber ich musste mich für Psyana entscheiden. Also Deadline, du bist Psyana geworden, wir schauen uns Psyana an. Ihr seht auch, alle sind 43, ich habe gedacht, wenn ich schon trainiere, dann richtig. So, und dann schauen wir uns mal den Bericht an. Und wir haben Locker, liebt es zu rennen. So, einen Spezialangriff von 100 fucking 19. 119! So, die Verteidigung ist erhöht und die Initiative ist gesenkt. Ist ein bisschen schade, ich hätte es mir andersrum besser gewünscht, aber egal. Synchro, gibt Verbrennung, Vergiftung und Paralyse an Gegner weiter. Das ist sehr gut. Ich weiß nicht, ob der Gegner das irgendwie so macht, aber ist es ein lustiges Feature, ne? Ich frage mich, ob das mit Schlafen auch funktioniert. Dann müsste ja theoretisch, wenn ich Erholung einsetze, der Gegner auch einschlafen, ne? Holy shit. Das müsste man mal ausprobieren. Das wäre ja richtig, richtig genial. Also, wir beherrschen, Psystrahl, Sternschauer, Sea und Sandwirbel. Also viel hat sie noch nicht gelernt. Psychokinese wäre mir lieber gewesen, aber ich kann auch mit Psystrahl leben. Gerade auch wegen der Verwirrung. Sea habe ich genommen, weil das mir halt gerade so entgegenkam. Und sollte der Gegner irgendwie Erholung einsetzen oder irgendwie kampfunfähig sein oder irgendwie Geduld einsetzen oder irgendwas, dann setzen wir einfach Sea ein und freuen uns unseres Lebens. Jo, das dazu. Die anderen haben natürlich auch Attacken gelernt. Die schauen wir uns auch nochmal an. Hier haben wir unseren Kilo mit Erdkräfte. Dann haben wir hier unseren Psylux, der hat nichts gelernt. Bobmaker hat sehr gelernt. Niklas hat auch Erdkräfte gelernt. Und Wolle hat auch nichts gelernt. Doch, Angeberei. Ich habe dafür Blitz verlernen lassen. So. Und wenn wir uns das jetzt hier mal so angucken. Wir haben hier Kaskade. Wenn ich jemandem Kaskade beibringen möchte, sehen wir, dass einfach keine Sau Kaskade kann. Also, wie ist der Zero zurückgekommen? Es ist ganz einfach. Ich bin durch die Wand gelaufen. Ich musste cheaten, Leute. Ich hatte keine andere Wahl. Ich musste durch die Wand laufen. Naja, so. Gehen wir mal hier runter, ne? Aber ich werde den Cheat natürlich nicht einsetzen. Ich könnte jetzt quasi nach Kanto gehen und mich da meines Lebens freuen. Oder auf den Silberberg gehen und da stärkere Pokémon fangen. Aber ich habe mich dagegen entschlossen. Also sollten wir irgendwie mal aus Versehen hier rüber gesprungen sein und denken, scheiße, das war der größte Fehler meines Lebens. Ich habe wieder zurück. So sparen wir ein bisschen Zeit, Freunde. Es ist einfach nur Zeitsparerei. So. Natürlich kommt ein Enteron. Wieso auch nicht? Gegen Wolle. Was haben wir eigentlich gegen so einen Enteron? Das ist eine gute Frage. Eigentlich Bobmaker und Deadline, ne? Wollen wir Deadline mal in Aktion sehen? Obwohl Enteron ist ein Psycho-Pokémon. Wir sollten Bobmaker einsetzen. Gerade wegen Biss. Wird aber auch Zeit, dass du irgendwie mal Knirscher lernst, mein Freund, ne? Könnte sein, dass wir hier mit Billigattacken durch die Gegend laufen. Kreideschrei. Naja, da habe ich schon mal coolere Attacken gesehen. Komm, beißen wir ihn einfach mal. Das war nicht mal sehr effektiv. Warum war das nicht sehr effektiv? Und ich habe vergessen, mir Tränke nachzukaufen, ne? Ich glaube, wir haben jetzt noch 4 Tränke bei uns. Aber es geht schon. Wir sind jetzt alle 43. Ich weiß nicht, wann der Rivale kommt, aber wir sollten irgendwie am Ende der Siegesstraße, falls ich glaube, dass da wo ein Ende ist, auf jeden Fall mal alle heilen, ne? Das wäre schon cool.
Ist ja schön, dass du größer wirst, aber das ist voll die Zeitverliererei, wenn man das so sagen darf. Top-Genesung. Okay, wir haben unsere 5 wieder. Alles gut. Alles gut. Bin mal gespannt, wie weit wir heute kommen. Oh, Voinera. Sehr schön. Die ganzen Entwicklungen von Voinera, ich weiß nicht, ob Voinera dazu gehört, aber die geben richtig viel Erfahrung. Ich weiß nicht warum, aber die Olle, die gibt einem so viel Erfahrung. Das freut mich immer. Aber die kann auch einiges einstecken, Alter. Es ist schön, dass du meinen Angriff senkst. Interessieren tut es mich trotzdem nicht. Denn Flammenwurf hat nichts mit Angriff zu tun. Komm, gebe die Erfahrung. Guckt's euch an, 1311 für so ein mickriges Vieh. Na egal. Haben wir hier noch was? Nein. Hätte ich doch nicht nachgeguckt, Mann. Was soll das mit diesem scheiß Wasser-Pokémon? Kann mir das einer erzählen? Der wird doch sowieso nur wieder sein Scheiß horten, oder nicht? Komm, Deadline. Zeit, dass wir deinen Angriff mal richtig testen. 112 fucking... Boy. Oh. Ja, tschüss, Deadline. Das war schön mit dir. Heilige Scheiße. Komm, ich mach's trotzdem. Ich mach's trotzdem. YOLO, Freunde, ihr wisst Bescheid, YOLO. Ja, verwirrt. Der ist tot, der Kollege. Ruheort. Ich glaube nicht, dass ihm das so viel bringt, oder? Boah, doch, aber wenn er sich nächste Runde selbst verletzt, dann ist er ziemlich am Arsch. Meine Rede. Huh. Auf Nummer sicher gehen. Sternschauer verfehlt nie. Niemand hat das nie wieder mit, so einen langen Kampf. Ja, wie stark auch die Pokémon hier drin sind, ne? Ist richtig crazy. Kann mal bitte was anderes aus einem Wasser-Pokémon kommen? Jetzt mal ganz im Ernst. Das ist doch nicht zu verkraften. Was ist denn hier los? Irgendwas stimmt mit diesem Spiel nicht. Das realisiert, glaube ich, was für Pokémon ich habe und gibt mir genau die Scheiße, die ich nicht haben möchte. Mit was? Metallklaue? Stimmt. Oh, ich dachte schon, das wäre sehr effektiv. Aber das waren Kampfattacken, ne? Keine Stahlattacken. Komm, schlitz sie da auf den Penner. Oh mein Gott! Oh Gott! Das war gerade eine K.O.-Attacke. Hätte die gesessen, wäre Bobmecker tot gewesen. Alter! Was bist du für ein kranker Typ? Jo, ist klar, ist klar, ey. Töte mich doch gleich. Okay, da komme ich durch, perfekt. Oh oh, da ist der Ausgang. Ihr wisst, was das bedeutet. Tau. Du gibst auch viel Erfahrung, mein Freund. Seinen Angriff zu steigern mit Angeberei wäre schlecht. Angeberei kann man nur einsetzen, wenn man ein Pokémon hat, das viel Spezialverteidigung hat und wenig Angriff. Weil dann nützt es dem sowieso nichts. Aber wenn ich ihm jetzt Angriff gegeben hätte mit seinem Slam, hätte das sehr, sehr weh getan. Ich finde das Design von Schlurpleck echt armselig. Ich weiß nicht, ich kenne eigentlich kaum jemanden, der das mag. Ich meine, Schlurp hat logischerweise irgendwo eine Entwicklung mal verdient. Aber ich bin mal ganz ehrlich zu euch, ich habe dieses Pokémon total vergessen. Ich wusste, keine Ahnung, dass es mehr existiert hatte. Ey, ist das euer Ernst? Was ist denn los mit euch? Wie wär's mal mit einem Pflanzen-Pokémon? Einfach nur so, just for fun, mal als Ausnahme. Kann doch nicht sein. Wenn der mich jetzt verwirrt, ne?
Wie kannst du dich mit Schwerttanz selbst verletzen? Zen. Ja. Eindeutig, ja. So scheiß Goldini, ne? Hier. Nimm das und werd glücklich. Alter, kotzt du mich an. So habe ich mir das vorgestellt. Alter. Für dieses bisschen Erfahrung, was wir gerade bekommen haben, ne? Also ich muss definitiv den einen heilen. Top-Genesung ist ein bisschen übertrieben. Überheiler, nee. Top-Trank hier, ne? Ich habe ein bisschen Angst vor meinem Rivalen, weil ich nicht weiß, auf welchem Level er ist. Und wir werden hier noch lange rumlaufen. Hey! Was? Warum? Naja. Popmaker macht das schon. Jetzt kommt doch plötzlich ein Psyana an. Wieso habe ich das nicht gleich bekommen? Ach ja, das. Das hätte ich wissen müssen. Das hätte ich eindeutig wissen müssen. Aber Psyana hat nicht viel Angriff, das wissen wir. Und eine schlechte Verteidigung. Das wissen wir auch. Eine schlechte Verteidigung und ich will den gegen Bruno einsetzen. Das ist kacke. Egal. Irgendwas müssen wir gegen Bruno einsetzen. Irgendwas müssen wir gegen Bruno einsetzen. So, ich würde sagen, wir springen einfach mal hier runter und gucken, was passiert. KP Plus, cool. So, wir haben noch einige TMs bei uns im Rucksack rumliegen. Die werden wir uns später nochmal angucken. Währenddessen wir uns... wir werden uns höchstwahrscheinlich in einer Folge intensiv mit den Top 4 beschäftigen. Jedenfalls mit den Pokédex-Einträgen von den Top 4. die werden wir uns angucken und schauen, welche Attacken wir definitiv brauchen werden. Welche Pokémon wir wo einsetzen werden. Das wird eine Taktikfolge werden. Höchstwahrscheinlich in dem Augenblick, wenn wir vor den Top 4 stehen, werden wir sie uns angucken. Nice. So, nochmal Stärke und dann passt das schon. Ich möchte auf Nummer sicher gehen, dass wir immer das richtige Pokémon gegen die Top 4 einsetzen. What? Finalschlag? Ist das eine Fähigkeit? Die hätte mich umbringen können. Rissurus. Nicht so gut. Niklas, du machst das schon, ne? Okay, machst du schon mal sehr gut. Das tut uns nämlich nicht weh. Das verschreckt uns zwar ein bisschen, aber das ist nicht schlimm. Denn wir setzen einfach Erdkräfte ein. Oh ja. Endlich sind die Erdkräfte zurück, Freunde. Ich hab sie schon vermisst. Und wir haben zwei Pokémon davon. Ich meine, ich finde das sowieso sehr faszinierend, dass wir Nidoking und Nidoqueen gleichzeitig im Team haben. Das ist echt ein bisschen verschreckend. Halt, da liegt ein Pokéball, ich hab's gesehen. Vibrava! Bist du jetzt schon ein Drache? Oder bist du erst ein Drache, wenn du dich entwickelst? Jetzt ein Drache, ist schon ein Drache. Feuer-Odem hat nur eine gewisse Anzahl an Leben abgezogen, ne? Ach, komm! Ist das jetzt... Oh, komm, nee. Was hast du jetzt nicht gemacht, ey? Komm, triff.
Mann! Dieses Ding. Sag mal, du hast den anderen doch gerade schon verwirrt. Kannst du nicht nochmal machen? Bitte verletz dich nicht selber. Danke. Mehr wollte ich doch nicht. So, spüre den Zorn des Psylocks. Was nicht sehr effektiv. Der Typ schwebt in der Luft, ey. Der muss auf den Boden klatschen. Das tut weh. Das wissen wir doch alle. So. Zeit für eine Top-Genesung. Das wird echt eng, Freunde. Wir müssen den Eingang erreichen, bevor uns die Tränke ausgehen. Das wird nicht einfach. Ich werde das Pokémon wechseln, ganz ehrlich. Ich werde jetzt das Pokémon wechseln. Wolle, du gehörst nicht nach vorne, denn da kommt nur Scheiße. Da kommt nur Scheiße, kommt da. Mann. Walzer. Puh. Willst du wissen, was weh tut? Das tut weh. Vor allem müsste Kilo einfach selbst dabei draufgehen, wenn der Surfer einsetzt. Rein theoretisch. Ach komm. Lass mich zu dem Pokéball. Ich hab vergessen, das Pokémon zu wechseln. Ich werde gleich Kilo nach vorne packen und Kilo wird sie alle wegräumen, ey. Alle wegräumen. Ich glaube nämlich, wir sind in einer random Höhle gelandet, in der nur Wasser- und Stein-Pokémon kommen. Und ab und zu mal ein Drache. Und der Rest. Und Psycho. Ihr wisst, was ich meine. So. Komm. Weg mit dem Ding. Okay. Ein Sonderbonbon, ist das nicht klasse? Ich könnte theoretisch einem von unseren Pokémon einfach 4 Sonderbonbons geben. Und dann könnten wir uns einen Keks freuen. Ein Tauboga. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Jetzt schicke ich da einen Bodentyp raus und du schickst mir einen Tauboga. Die wollen mich doch verarschen, oder? Setze Drachenattacke ein. Das finde ich jetzt irgendwo ein bisschen unfair. Egal. Felswurf. So, macht nichts. Das Vieh ist jetzt tot. Das war ein einziger Felswurf, Freunde. Ein Felswurf, alter Schwede. Und dabei hat so ein Felswurf einen Angriff von 35. Denk mal drüber nach. Okay, wenn wir hier runterspringen, landen wir wieder da unten. Hat das einen großartigen Sinn? Ich glaube nicht. Wir sollten mal ins Loch springen und gucken, wo wir rauskommen. Da, wenn wir jetzt hier die Leiter hochgehen. Alter! Das ist doch nicht dein Ernst. Kaum hole ich einen Bodentyp raus, kommt sowas. Das ist die reinste Verarsche hier, Leute. Das ist die reinste Verarsche. Ich hole einen Bodentyp nach vorne in die erste Reihe. Und dann kommt erstmal ein fucking Flug-Pokémon. Und dann noch ein Pflanzen-Pokémon. Das stimmt mit euch nicht. Ja, ich will sowieso nicht abhauen. Ich werde jetzt definitiv Wolle nicht nach vorne setzen, weil wenn ich Wolle nach vorne setze, kommen wieder Wassertypen. Da habe ich keinen Bock drauf. Da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf.
So, guck mal, wo, da unten war ein Pokéball, ne? Keine Ahnung, ob das der Ausgang ist. Wir gehen erstmal runter. Schauen wir uns hier erstmal ein bisschen um. Kämpfen wir nochmal gegen 50.000 Pokémon. Ja, meinetwegen. Ich frag mich, was Safcon mit Level 32 so kann. Erdner! Wer hätte es gedacht, du? Kannst du noch irgendwie was anderes? Safcon 32, ey. Stell dir vor, wir hätten einen Safcon Level 32 bekommen. Ah, wir hatten ja schon einen, wir hatten ja schon einen Zwetbo. Aber sagen wir Kokuna. Ne, hatten wir auch schon, ne? Ja, stimmt, wir haben die Billig-Pokémon haben wir durch. Erdbeben. Mmh. Ja, leider haben wir jetzt schon Erdkräfte. Aber egal. Wieso geht's da nochmal weiter nach unten? Wo landen wir, wenn wir noch weiter runtergehen? Berechtigte Frage. Am Anfang. Und dann kommt da noch so ein scheiß Walreiser oder was? Warum? Ja, oha. Meinetwegen kannst du meinen Angriff erhöhen. Das Problem ist natürlich, wenn ich mich jetzt selber schlage, bin ich selber klinisch tot. Aber egal, ich riskiere es einfach mal. Warum? Ich muss dieses Valrhyzer stoppen, ey. Töte es! Oh Gott! Okay. Deadline. Du musst es schaffen. Du musst es einfach schaffen. Nein! Nein! Oh Gott, ja, Hagelsturm! Oh Gott, Hagelsturm! Okay, alles wird gut. Du musst es schaffen, du bist Deadline, du bist der Einzige, der dieses Viech jetzt noch stoppen kann. Du bist der Einzige, der es stoppen kann. Es wird mein ganzes Team auslöschen. Danke. Heilige Scheiße. Bobmaker, es tut mir leid. Es tut mir leid, aber damit habe ich nicht gerechnet. Komm, wir haben noch Zeit, ein neues Pokémon auszusuchen. Wir sind jetzt sowieso am Anfang gelandet. Komm, laufen wir den ganzen Weg zurück. Ah. Holy shit! Das ist doch nicht dein Ernst! Ich werde es mir aber jetzt einfach machen. Ich habe nämlich keine Lust, noch ein ganzes Pokémon komplett neu zu trainieren. Von Level 30 aus. Deswegen werden wir uns jetzt nicht an dieser Stelle ein Pokémon fangen, sondern an einer anderen Stelle, wo sie alle Level 43 sind. Man könnte es Cheaten nennen, aber egal. Das Schöne ist, da wo wir jetzt auch hingehen werden, da wird ein Pokémon-Center sein. Stalos. Gut, machen wir nochmal Erdkräfte. Oder, wisst ihr was, Leute, wir machen das in der nächsten Folge. In der nächsten Folge suchen wir uns das nächste Pokémon aus. Es soll ja auch schön anfangen. So, jetzt sind wir draußen. Ich bin zu weit gegangen. So. Ups. Das ist das Problem mit diesem Sheet. So, wir sind jetzt hier auf dem Silberberg. Und soweit ich weiß, ist hier irgendwo ein Pokémon-Center.
Irgendwo war hier doch ein Pokémon-Center. Du bist kein Pokémon-Center. Jetzt schwören kann. Ah! So. Hier ist es ja leer, was ist denn los? Wir halten den Pokémon, machen sie wieder mit, wir benötigen den wieder, komm. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns morgen an dieser Stelle wieder und dann suchen wir uns unser neues Pokémon, das von Anfang an gleich 43 ist. Haut rein, euer Zero und tschüss. Ich bin ein richtig geiler Cheater.